Themenvorschau Frequent Traveler TV. Heute die letzte Sendung im Monat. Und da geht es um die Revolut Ultra Kreditkarte, das ultimative Premium-Zahlungserlebnis. In der heutigen Folge werde ich darauf eingehen, denn die Revolut Ultra ist nicht irgendeine Kreditkarte, denn sie ist sogar platiniert. Also für den, der statusbewusst mit der Karte zahlen will, vielleicht ein interessantes Zahlungsmittel. Und die Frage, warum haben sich 430.000 Revolut-Kunden für diese Karte vorab eingetragen. Das ist doch unglaublich. Die Warteliste war relativ lang. Die Frage des Tages geht auch dahingehend natürlich, wart ihr auch einer von den 430.000 auf der Warteliste? Ich war es nicht, ehrlicherweise. Und was haltet ihr von der Karte? Ich werde in der Sendung heute um 19 Uhr euch die Vorteile der Karte, aber auch die Nachteile der Karte näher bringen. Was auch näher gebracht werden muss der letzten Generation, ist, dass Konsequenzen folgen, wenn man den Flugverkehr stört. Nachdem die Fluggesellschaften sich relativ ruhig verhalten haben, kommen sie jetzt auch aus den Löchern und sagen, wir wollen sie in Regress nehmen. Erst die Flughäfen, jetzt die Fluggesellschaften und auch im Premium-Chat von Frequent Traveler TV für Kanalmitglieder. Interessante Frage, kann man eigentlich als Individualperson die auch in Regress nehmen? Das wäre mal eine interessante Frage. Ich bin kein Anwalt, das sollten wir klären. Frankfurter Flughafen ist wieder unter den Top 5 Flughäfen. Ich erzähle euch, in welchem Top 5 Segment sie sind. Dann Finnair hat mehr Strecken, auf denen es die neue Business Class gibt. Diese Business Class ist hier jetzt nicht wirklich, ganz ohne Zweifel für die Leute, weil sie etwas neu ist vom Konzept. Keine Rückenlehne, die wir klappen können. Dann geht es weiter mit einem Diesel-Deal, Qatar Airways Business Class von den UAE nach Perth ab 1.999 €. Und ja, es ist im 380er. Ich sehe euch heute Abend um 19 Uhr live wieder bei Frequent Traveler TV. Ich freue mich auf euch. Ach ja, eine Sache noch, abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Also, bis heute Abend. Ciao.